Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu einem ganz, ganz wichtigen Thema und zu unserer Serie Die Schande des Kinderschändens mit Irmi Baum, die über zig Jahre sich darum kümmert, dass Kinder in eine freudvolle Welt starten können. Und heute ist uns ein Anliegen zu erkennen, was sind eventuell die Merkmale, dass ein Kind misshandelt und geschändet wurde, Irmi. Was gibt es da zum Beispiel, wo man wirklich hinschauen müsste? Wenn Kinder Gewalt oder Schändung erlebt haben, dann wollen sie das kompensieren und sind auch bemüht, es weiterzugeben. Das ist leicht zu erkennen durch die zunehmende Brutalisierung der Umwelt der Kinder. Dieses einander schaden wollen, auch in Bezug auf Sexualität. Unlängst wurde ein Mädchen in der Schule, in der Toilette, von mehreren Buben missbraucht und das haben sie ganz einfach gefilmt und ins Netz gestellt. Warum berühren sich die Kinder geistig und körperlich so gewaltvoll? Was soll das Ganze mit den vielen Asylanten, die hier in Männerrudeln bei uns in unsere Heimat eindringen? Was heißt das, wenn diese jungen Männer Mädchen oder Frauen missbrauchen? Was sagt uns das? Dass das Menschen sind, die bereits so abartig geprägt sind durch Gewalt und Grausamkeiten, dass sie keine Empathie mehr für Grausamkeiten haben. Und diese Kinder, die da mitmachen, drücken ja auch nichts anderes aus als das, was ihnen selbst widerfahren ist. Sie versuchen es über das Duplizieren, auszugleichen. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich nicht alle Kinder, die zu uns kommen, sind oder alle Jugendlichen, aber es ist doch vermehrt. Und wenn man sich dann getraut, darüber zu sprechen, dann wird man gleich in eine Ecke gestellt. Aber auch diese Dinge müssen, ich sage nicht nur, sie dürfen, sondern sie müssen angesprochen werden, weil es geht um unsere Kinder. Und viele Kinder, Irmi, zeigen auch eine Form des Missbrauchs, wie auch immer, indem sie ihr Essverhalten verändern. Das ist Was? absolut richtig. Die Magersucht ist immer im Zusammenhang auch mit der Sexualität zu sehen. Viele junge Mädchen haben Erlebnisse im Bereich ihrer Entwicklung, auch im Bereich der Beziehungen, wo sich ein Selbstwertverlust einstellt und die sich dann einfach entweder befüllen und immer dicker werden. Das habe ich sehr oft erlebt und erfahren, dass das bei Kindern und dann später bei Jugendlichen der Fall war. Und bei anderen Kindern ist es wieder die absolute Essverweigerung. Hier herumzudoktern hat keinen Sinn, sondern wichtig ist, das Vertrauen dieser Kinder wieder zu gewinnen, damit sie sich anvertrauen dürfen, keine Angst davor haben, sich anzuvertrauen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil in einem anderen Video haben wir bereits das Thema Urvertrauen und Verlust des Urvertrauens Ja. behandelt, um dem Kind wieder Schritt für Schritt dieses Vertrauen angedeihen zu lassen. Und dazu ist es notwendig, dass man ihm glaubt und dass man hinhört und dass man alles versucht, um diese Wunden zu heilen und dass das nicht mehr passieren kann. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Ich Ja. danke dir, Irmi, meine Liebe, auch für deine Zeit und für deinen Einsatz, deinen unermüdlichen über so viele zig Jahre für unsere Kinder. Und ich danke dir, Natascha, dich bei unseren Kinderseminaren erlebt zu haben. Denn da durfte das Kind in dir so richtig mittollen und mitspielen. Und die Kinder, kannst du dich erinnern, haben dich ja auch nicht als Erwachsenen gesehen, sondern als eine Freundin und haben dann immer gewartet, wann kommt die Natascha endlich wieder? Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass ich da teilhaben durfte und vor allem den Kindern, die mich so akzeptiert haben. Und ich durfte so viel lernen. Und auch hier waren Kinder dabei, die Missbrauch erlebt haben. Und ich durfte miterleben, wie Heilung ganz, ganz schnell im richtigen Umfeld passieren kann. Danke, Emmy. Okay.